Ja, hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Taschenmesser-Video. So, heute haben wir einen schon neuen alten Bekannten auf dem Tisch, nämlich das Tscherbokow Tukan. Ich sag mal, das war das Messer, das letztes Jahr hier diese russische Messerrevolution in Europa und Amerika ausgelöst hat, ne? Denn die Amis sind auch ganz scharf inzwischen auf diese ganzen Tscherbokow-Messer. Ja, und ich glaube, dieses Tukan war so ein bisschen das ausschlaggebende Modell letztes Jahr, dass diesen ganzen neuen Hype, diese neue Welle, das große neue Next Ding, ne, ins Rollen gebracht hat. Ne. Materialmix ist bei dem Messer vielfältig. Okay, hier haben wir jetzt mal eine Ausführung mit M390 Stahl, Titangriff mit Lightning Strike Carbon Fiber mit Silber Gittermuster drin. Aber das Messer könnt ihr euch zusammenstellen mit M390 Stahl, Damast, Elmex oder laminierten D2 Stahl. Ihr habt die Wahl beim Titangriff eine Anodisierung zu wählen. Entweder ihr lasst hier so in Grau, ihr könnt es aber auch Blow in Bronze haben. Und ihr könnt diese Inlays haben in Lightning Stripe Carbon Fiber Silber oder mit Rot drin in Titandamast, Timaskus oder mit Holz Inlays oder reines Carbon Fiber. Oder ihr könnt sagen, boah, ich brauche diesen ganzen Inlay Schnickschnack nicht, ich will gar nichts drin haben. Geht natürlich auch. Wird dadurch natürlich auch ein bisschen billiger. Ne? Ist es 42A konform? Momentan nicht. Da Daumenpin dran. Trageoption hat dieses Messer einen Clip, aber man kann optional dazu auch eine Gürteltasche kaufen. Wir haben einen Produktpreis hier bei diesem Modell in dieser Ausführung mit diesem Stahl und diesem Carbon Inlays mit 549 Euro zum aktuellen Preis. Ich habe jetzt nachgeschaut, Mai 2017. Aber es ist dann je nachdem, wenn du auf die Inlays verzichtest, geht es los bei 449 und die Maximalausführung war dann eben mit Timaskus und mit dem laminierten D2-Stahl hört es bei 669 auf und die Bezugswelle dafür ist Tools for Chance. So, wer sich es nochmal anschauen will, kurz auf Stopp und hier nochmal die einfachen technischen Daten in der Übersicht. So, okay. Ich glaube, zu diesem Messer brauche ich nicht mehr so viel sagen. Das haben ja inzwischen schon unglaublich viele YouTuber vorgestellt. Es hat aber erst jetzt den Weg zu mir in den Schwarzwald geschafft. Gleich kannst du schon mal kurz auf den Messen und sowas anschauen. Und Richard hatte immer ganz am Anfang eins dabei. Aber das habe ich jetzt mal ausgeliehen und konnte ich jetzt mal längere Zeit begrabbeln und mir ja auch mal im Alltag einen Eindruck über dieses Messer machen, was ja wirklich ein Unterschied ist, ob man das mal eine Minute auf einer Messe anschaut oder ob man es mal eine Woche als EDC führt und kann dann eben sagen, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Wenn wir schon beim gefällt mir und gefällt mir nicht sind, fangen wir vielleicht diesmal mit dem Kritikpunkt an. Und auch ich muss so sagen, wirklich bei diesem Messer mit dem einzigsten Kritikpunkt für mich ist meine persönliche Meinung und von der Bedienung her habe ich es halt wirklich gemerkt. Und das ist dieser Pin an der Klinge. Ich meine, ich hatte jetzt einige hundert eigener Messer und tausende in der Hand und geflippt. Und ich muss sagen, der Pin an der Klinge gehört nicht gerade zu den Weltmeister-Pins. So schön der hier auch aussieht, hat wirklich eine tolle Form und ist da drauf verschraubt. Aber diese unglaubliche Schräge hier vorne, die mag zwar ergonomisch aussehen, aber was mir extrem häufig passiert ist, ich rutsche darüber hinweg. Das klappt bei mir nur, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich auch blöd an, das glaube ich jetzt nach über den vielen Jahren Einhandmesser auch nicht an. Ne? Nur wenn ich über die Klinge fahre und dann hier ganz unten einraste, ne? Wenn ich die Haut unter diese Ecke hier klemme, wo wir noch einen Millimeter Senkrechte haben und ich drücke auch hinten nicht auf den Frame, nur wenn ich es hier anpacke, dann kriege ich das Messer sauber und sicher aufgeschnippt. Aber ich muss wirklich diesen ganz feinen Millimeter hier unten an der Kante erwischen, dass sich die Haut hier regelrecht einhakt. Ja, selbst da passiert es manchmal. Dann geht es auf. Aber weh, ich verwische das, ne, wenn man es mal geschwind aus der Hose zieht und will schnell was aufschneiden. Und ich lege meinen Daumen hier nur, so wie es eigentlich vorgesehen ist, auf diese Fläche. Dann passiert das oft, dass ich über diese Fläche wegrutsche. Entweder geht die Klinge gar nicht auf oder sie geht auf. Oder sie geht nur halber auf. Und darum muss ich da wirklich beim Öffnen immer ganz genau schauen, dass ich unten ansetze, von unten herkomme, mich da reinhake und dann erst aufschnippe. Aber es passiert halt doch oft, dass man über die Rampe hier rutscht.
Also entweder muss das Ding hier ein bisschen steiler sein oder hier auf diese Fläche vielleicht ein Chimping drauf, dass man da einen besseren Halt hat, ne? Wenn ich mir so ein Messer bestellen würde im Pre-Order, ne, da kann man ja auch noch manchmal so Wünsche äußern. Also dabei für mich der Wunsch ganz klar, denn das macht sich hervorragend als Alltagstaschenmesser. Abgesehen von der Ergonomie von dem Pin, die gefällt mir nicht, würde ich mir so ein Teil bauen lassen, nämlich wirklich nutzbar dann im Alltag und ohne 42a-Einschränkung. Ich würde sagen, Leute, lasst mir bitte an meiner Klinge die Bohrung hier weg. Ich will kein Loch in der Klinge haben, ich will kein Pin und setzt mir bitte hier vorne an dieser Kante hier ab da nach hinten eine schöne, feine, saubere kleine Nagelrille, dass ich dann ein Toucan in 42a-konform Zweihandbedienung mit Nagelrille hätte. Denn das Messer ist eigentlich so schön, so praktisch von Größe, Handlage. Was mir auch gefällt bei dieser Größe, der Griff ist auch breit genug. Es liegt satt in der Hand. Es füllt meine Hand sehr gut aus und gibt mir einen sehr sicheren Halt, ne? Und da würde ich sagen, das Teil als Option ohne Loch, ohne Pin, mit Nagelrille als 100% 42a-konformes Taschenmesser für den deutschen Alltag auf Arbeit, Freizeit und so weiter. Das fände ich auch noch eine coole Option und sowas könnte ich mir für mich vorstellen, ne? Denn das ist wirklich ein schickes Messer. Wobei ich halt sagen muss, ne, dieser große, schräge Pin hier drauf. Ja, das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt an dem Messer gewesen. Die unglaubliche Schräge. Gut, ich kann es jetzt auch nur zu diesem Messer sagen. Das ist im Richard Science. Und ich weiß zum Beispiel, dass die permanent an diesem Messer arbeiten und Verbesserungen gemacht werden. Also wird nicht einmal ein Messer gebaut und dann bleibt es so, sondern da geht man wirklich auf die Antwort vom Markt ein. Es wurde inzwischen an der Hardware gearbeitet. Ich weiß, dass hier auch wieder Veränderungen anstehen werden. Gut, je nachdem, wann das Video kommt, ist es vielleicht schon durch. Auch diese Custom-Schrauben, die würde ich heutzutage vielleicht noch als Kritikpunkt ansehen, aber die weiß ich, die gehören bald der Geschichte an, denn hier werden zukünftig auch Torx-Schrauben sein. Das hier hat man jetzt auch schon weiter verbessert. Das ist jetzt auch nochmal ein Prototyp gewesen, diese Klingenachsschraube. Die wird, was ist das jetzt? Diamant beschichtet. Ne? Also das Ding ist so hart, das war nicht mehr messbar. Ne? Das ist unzerkratzbare, absolut plane Oberfläche. Und so wird es weiter experimentiert mit der Hardware. Ne? Wer weiß, ob die hier nicht noch mehr Teile dann irgendwann mal hier so Titanbeschichtungen, weiß der Geier, was alles kommt, um das Ding hier permanent weiterzuentwickeln und weiter zu optimieren. Und ich hoffe, sie machen da auch irgendwann noch was an dem, ja, sehen, an dem Pin, der für mich, sage ich mal, nicht so gut ist. Sonst ist dieses Messer nämlich wunderbar, auch schön beim Bestellen, variabel bestellbar. Mit den Inlays für jeden was dabei, ne? Wenn man sagt, ich will nichts dran haben oder ich mag es mit dem Tolls oder diese Carbon Fiber Geschichten oder Timascus beim Stahl, ne? Laminierter D2 muss auch richtig cooles Zeug sein oder wenn man sagt, ey, ich will einen schönen Damast, natürlich auch wunderbar, so ein Damast mit Bronze anodisiert und Holz, das könnte ich mir mit Sicherheit auch super vorstellen, ne? Und auch Größe ist einfach, ne? Die Klinge ist auch schön hoch genug, da kann man mit auch mal das Ding als Feschbohrmesser nehmen, zum was aufs Brot schmieren. Ne? Der Stahl ist natürlich auch nicht schlecht scharf. Die Klingenlänge groß genug für den Alltag. Und ich sage sogar, wenn ich mir so ein Ding vorstellen würde mit einer kleinen Nagelrille ohne Pin, bleibst du sogar nicht mal irgendwie beim Schneiden von irgendwas am Pin hängen. Schönes Design vom Titangriff. Liner. Frayblock verriegelt auch super. Wir haben innen auch noch Ausfräsungen drin. Das ist auch alles aufwendige Geschichte. Sieht aber auch cool aus und spart ein paar Gramm Gewicht. Ne? Kann man es einfangen? Ja, da sauber ausgefräst. Ne? Also da steckt schon richtig viel Arbeit drin. Auch viel Handarbeit in der Firma. Ne? Überdehnungsschutz ist klar. Stahlinsert hier drin. Verriegelt sauber hinten auf dem. Auf der Klinge schön dezent hier unten Produktionsjahr 2016 hier dezent klein der Klingenstahl drauf und auf der anderen Seite das kleine Cherbokov-Logo, ne? Würde bestimmt dem Stefan gefallen, keine zugepinselte Klinge und später dann noch Torx-Schrauben hier reinkommen, hat man hier auch keine
exotisches Schraubenwerkzeug. Na gut, man kann es mit einem ganz breiten Schraubendreher vielleicht, aber dann macht man vielleicht doch mal was kaputt. Da ist ein sauberer Torx doch besser. Wenn dann noch hier solche Geschichten kommen wie hier. Super hart beschichtete Hardware. Ne? Also wirklich. Und die Handlage von dem Messer, das ist gerade egal, wie du das Messer hältst. Das liegt immer bombig in der Hand. Man macht wirklich einen sehr guten Schneidjob. Ne? Also wirklich sichere Handlage. Nicht jedes Titanmesser sitzt immer so super sicher in der Hand. Man hat hier auch noch ein bisschen, ne, so ein Muster drin und so. Das ist natürlich alles, was für die Griffigkeit sorgt. Ne? Hat hier ein bisschen Chimping drauf. Da ist es ja halt nicht so ganz extrem, aber okay. Und sagen wir, für meine Handschuhgröße perfekt. 8,5. Da geht auch noch eine 9. Vielleicht auch noch eine 10. Ich sage mal so, für Menschen mit Riesenpranken ist das vielleicht nichts. Da sollte man dann schon vielleicht zum Scout greifen. Das ist auch ein richtig geiles, großes Taschenmesser. Ne? Also das ist eher, sage ich mal, für die kleinen Handschuhgrößen, 8 bis maximal 10. Danach sollte man zum Scout greifen. Oder man sagt, das ist mir egal, ich will trotzdem ein kompaktes Messer. Läuft wunderbar. Kugellager. Aber wie gesagt, ich muss hier ganz schön aufpassen beim Öffnen, dass ich hier sauber ganz unten an den Pin hinkomme. Ne? So wische ich ihn oben. Und einen Millimeter weiter oben. Fertig. Aber sonst klasse Messer. Auch der Clip geht gut in die Hosentaschen rein und raus. Und man macht sich die Hosen nicht kaputt, denn da drunter ist eben das glatte Material. Da kenne ich ganz andere Messer. Du, da reißt du dir die Hosen kaputt wie nichts. Man kann natürlich auch den Pin abschrauben und das Ding dann eben zweihändig öffnen, aber da ist vielleicht der Nagelrille nicht schlecht, denn dieser Detent, der hält die Klinge wirklich bombig im Heft, also von allein rausrutschen ist da nicht, ne? Also das ist hier schon gut gearbeitet, ne? Aber man muss den Pin sauber verwischen. Tolles Messer. So, Klingenlänge. Haben wir hier an die kürzeste Stelle eine 8 cm Klinge. Na, hier oben halt 8,5 bis ganz hier in die Ecke 9. Ne? Aber wo misst man da immer? Ich sag mal so, brauchbare Schneide sind knapp 78 mm. Und hier in die Mitte vom Heft haben wir eine 8 cm Klinge. Also schon eher ein kompaktes Messer. Und wir bleiben auch unter den 20 cm mit gerade mal 19,3 cm. Ich sag mal so, alles unter 20, ja. Das sind noch kompakte Taschenmesser. Über 20 wird es dann mal ein bisschen größer. 8 cm Klinge, knapp über 19 cm Gesamtlänge. Klingenstärke von dem Modell haben wir hier 3,9 mm. Gewicht. Dank Titangriff sollte es nicht so schwer sein. Und mit den Inlays hier kommen wir auf, ja, 119, wenn man das Ganze mit optionaler Gürteltasche am Gürtel trägt, kommen wir auf 153 Gramm. Aber so 119, würde ich mal sagen, geht in Ordnung, ist noch nicht ein zu schwerer Klopper. Ja, das Chebokov Tukan, tolles Messer, würde ich es mir kaufen. Ja, mit Vorbehalt, mit dem Pin müsste ich mir irgendwas einfallen lassen. Da er ja schön abnehmbar ist, könnte man was, einen anderen Pin bauen lassen, dem einer, der einem vielleicht ergonomisch besser passt oder vielleicht ganz abschrauben. Wenn ich einen Wunsch für ein Modell hätte, würde ich sagen, das ist so ein cooles Teil. Das würde ich immer und überall führen wollen. Das hätte ich liebend gern ohne Pin und ohne Loch in der Klinge. Klinge mit einer kleinen Nagelrille, um es 100% nutzen zu können und zu dürfen. Ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht mit der Entwicklung von der Marke Cherbokov in Europa und vor allem auch mit diesem Modell. Ne? Demnächst wird es nochmal Änderungen in der Hardware geben oder halt, ne, Experimente. Manche Sachen werden es vielleicht in Serie schaffen, manche nicht. Aber interessantes Projekt, das zu beobachten. Und vor allem das natürlich auch auf
Kundenwünsche eingegangen werden kann oder man kann sich Pre-Orders, Messer zusammenstellen. Hat halt immer so ein bisschen Wartezeit von manchmal 4 Monaten, bisschen mehr, bisschen weniger, aber man kann hier doch, man muss kein fertiges Messer von der Stange kaufen, wenn man sagt, ich hätte gern eine bestimmte Anodisierung und Inlays, ne? Oder eine andere Klinge. Ist das ein cooles Feature, vor allem bei den Klingenvariationen geht der Preis bei den meisten Klingen bleibt er gleich, ob ich jetzt M390 da machst oder L-Max nehme, bleibt der Preis gleich, bloß bei laminiertem D2 geht es ein paar Euro hoch. Ne? Das ist ja auch schon mal fair. Das sieht man ja oft, dass es bei Herstellern verschiedene Klingenstähle gibt. Dann gibt es hier irgendwie einen einfachen Start und sobald du dort dann auf einen M390 wechselst oder sowas, geht dann der Preis hoch. Ne? Also da ist dann schon mal der Preis überall gleich. Ne? Timascus Inlays schiebt den Preis halt nochmal ein bisschen an. Aber sonst, ob ich jetzt hier eine Damaskling oder M390 will, ist der Preis dann gleich. Ne? Das ist auch okay. Ich würde es mir für mich wahrscheinlich ohne Inlays nehmen. Einfach nur schöne, schlichte Klassiker in Grau mit M390. Und mein Wunsch wäre eine Nagelrille. Okay. Genug gequatscht. Jetzt zerschneiden wir noch kurz unser Datenblatt hier. Gut, das ist natürlich ein gebrauchtes, das ist schon für alles Mögliche hart rangenommen worden. Richard ist ja bekannt dafür, seine Taschenmesser nicht zu schonen. Deshalb ist das nicht die Auslieferungsschärfe, sondern eine Gebrauchsschärfe. Aber ich denke, das hat Richard wieder mal über ein Schärfesystem gezogen. Das haut. Trotz seinen Betoning-Arbeiten, ne? Der kennt da nichts, der tut auch mit seinem teuren Folder mal Grillholz vertonen. Aber man muss natürlich auch sagen, ein M390 hat ja auch gewisse Nehmerqualitäten. Ne? Auch noch schön zu erwähnen sind die Scheiden, die hier dazu bauen. Ne? Das ist also wirklich fein, außen angepasstes Leder, innen noch so ein, ja, da ist es schön so, dass das aufgeraute Wildleder innen, ne, dann so. Und schützt schön die Oberfläche und schön geil mit Druckknopf, ne, kein Klett. Und auch schön angepasst an den Clip. Ne. Kann man also auch mal schön mit Clip hier reinmachen oder sagen, ich trage es nicht am Gürtel, sondern in der Hosentasche. Auch die Ränder schön. Ne. Wird das nochmal hier drüber lackiert oder was? Sieht auf jeden Fall super verarbeitet aus. Kann man sich optional dazu kaufen, aber ich denke, lohnt sich auf jeden Fall. Will man vielleicht nicht immer mit dem Clip in der Hosentasche tragen, sondern mal schön an einem Gürtel mit der roten Naht. Richtig schön. Auch die Möglichkeit, ja, man kann es horizontal oder vertikal an den Gürtel machen. Was die gerade Aufpreiskosten oder was die Einzelkosten, diese Scheine, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt gerade im Store nicht gefunden. Sind wahrscheinlich schon wieder alle ausverkauft. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, denn bei der gebotenen Qualität. Und ich sag, wenn man sich dann so ein Messer anschafft für über 500 Euro oder sag ich mal 450 Euro, wenn man die ganz einfache Version, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an, wenn man noch für ein paar Euro sich eine super, vor allem passgenaue Tasche dazu kauft. Ne? Okay, das war's mal. Schaut mal im Netz, da gibt es genug Videos zu den Toucans. Ein Taschenmesser, das letztes Jahr eine kleine Revolution ausgelöst hat. Und mit Sicherheit wird man noch viel von den Jungs von Tools for Chance sehen, hören, lesen. Und ich denke, die Marke, die hat noch richtiges Potenzial in Zukunft auf dem Markt. Ne? Vor allem, wie schnell die auf Kundenwünsche eingehen können und wie flexibel die arbeiten. Und trotzdem steckt da noch so viel Handarbeit drin. Ne? Ja, das ist schon. Ich war da am Stand und habe mir noch die anderen Messer vom Scherbokov angucken können. Das ist schon richtige Handwerkskunst, die hier noch in Handarbeit an den Tag legen. Ne? Das ist wirklich erstaunlich. Und dann zu Preisen, sage ich mal, auf dem deutschen Markt bei einem Händler dann 4,50. Das ist okay. Das sind halt die Preise heutzutage. Ne? Und das sind, sage ich mal, jetzt halt schon gehobene, erlesene Stücke. Ne? Gerade diese ganze Titan-Frameblock-Messer-Branche. Darf man jetzt halt nicht gleichsetzen und sagen, ja, komm, aber ein Victorinox kriege ich ab 20 Euro, ja. Ich meine, das sind schon Unterschiede.
Aber alles hat seine Daseinsberechtigung für jeden Geschmack. Und Geldbeutel ist auch was mit dabei. Ne? Okay, Leute. Ja, Größenvergleich. Ne? Tukan ist nicht so riesig. Ich sage mal so, ist so ein bisschen was. Ist ein bisschen kleiner wie ein Large Sebenser, ein bisschen größer wie ein Small Sebenser. Ist so zwischendrin. Habe ich eine genau richtig gute Größe für den Alltag. Darum würde ich mir da eine 42A-konforme alltagstaugliche Version wünschen. Ne? Denn so ein Messer aus solchen, mit so einem blöden Paragraph 42a ab und zu Hause lassen zu müssen, wenn es auch mal in die Stadt geht, ne? Fände ich doof. Fände ich zu schade. Ne? Also definitiv zu schade für die Vitrine. Das ist ein Messer, das schreit nach Führungs- und Benutzungszeit. Okay, genug gequatscht, Leute. Ich sage danke fürs reinste Bewerten und Kommentieren. Danke, Richie, dass ich mir das Messer mal ausleihen durfte. Ne? Und ja, weiterhin viel Spaß und Erfolg. Und nicht vergessen, ne? Immer schön Taschenmesserchen einstecken. Okay, Leute. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Hilbili.